Hast du es gerade gesehen? Ich habe gedacht, du warst gerade noch unten, oder? Ich habe jetzt wenigstens gerade, da geht wenigstens das obere auf. Da warst du doch gerade da unten, oder? Bist du dich da hochgeportet? Das verschiebt sich hier die ganze Zeit. So. Das ist jetzt auch noch hier. Wie nennt sich nochmal dieses Kinderspiel? Das verrückte Labyrinth? Ja, das verrückte Labyrinth. Oh, habe ich früher gesuchtet. Ich weiß gar nicht warum. Hier haben wir noch ein Kärtchen. Okay. Was ich früher auch aufgezockt habe, war Monopoly. Monopoly war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Das gibt's sogar für die PlayStation 4. Oder Risiko, ne? Oh, Risiko ist episch. Also ich weiß heute nicht mehr, wie das geht, aber ich hatte das früher auf der PlayStation 1 auch gespielt gehabt und ich habe es geliebt. Ich glaube, ich werde das sogar. Ich glaube, ich werde sogar die PS4 Version. Ich habe das nicht. Ja, zwei Gänge. Ich glaube, PS4 Version. Ich habe die in der PS4 Version. Manchmal stößt das Spiel komischerweise ab. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe mir überlegt, vielleicht das als 4000 Video Special zu bringen. Oh, Risiko, geil. Das ist dann richtig geil animiert sogar noch. Das ist cool. Ich meine, das war bei PlayStation 1 schon cool animiert, wenn du dann irgendwelche Länder angegriffen hast, dann die Armeen, die da so aufeinander zugeritten sind und so, das war hatte schon was. Aber Monopoly hat auch auf der PlayStation 1 oder auch als Brettspiel hat das mega viel Spaß gemacht. Es hat zwar Ewigkeiten gedauert, aber es hat Spaß gemacht. Wer kriegt zuerst die Schlossallee? Ja gut, das war bei uns nicht so wirklich das Thema, wenn es die Schlossallee bekommt, weil meistens sind die billigeren Straßen viel, viel effektiver. Weil ja, das ist auch meine Strategie. Eben lieber die schwächeren Straßen alle kaufen, weil davon kann man mehr kriegen. Ja, vor allem. Und dann schöne Mauer aufbauen. Ja, genau. Oder du hast halt die Dinger genommen, wo du genau wusstest, dafür gibt's eine Karte. Seestraße, Opernplatz. Richtig. Ja. Also die Schlossallee eigentlich selten. Aber man war immer stolz, wenn man die Schlossallee in die Parkstraße hat und da war ein Hotel drum. Nur da kam ja einer drauf. Aber es gibt eine Karte, rücke vor bis zur Schlossallee oder ja, was? Ja, oder bis ja, zur genau. Parkstraße. Richtig. Wenn du dann Hotel aber da das, drauf aber hast, das, dann ist derjenige. Ja, das ist, dann hat er meistens schon eher aufgegeben. Siehst du, wie viele rote Pfeile da sind ja, auf der Karte? Ja, ich seh's. Ja. Das ist doch wohl. Aber meistens hat es echt gebracht, wenn du entweder die Seite hattest, wo... Eigentlich war es immer gut zwischen Skat und frei parken. Einer von denen, wenn du da einen hast, da kommen sie meistens drauf. Eigentlich war am besten immer zwischen Gefängnis und frei parken, weil meistens viele im Gefängnis sind und immer weiterlaufen müssen. Also da oben die Reihe war irgendwie strategisch irgendwie am besten. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, die Wiener Straße, Münchner Straße und Berliner Straße, die orangene Reihe, die war eigentlich immer relativ gut. Oder was auch immer gut war, Babatschstraße und Turmstraße, da kamen sie auch häufiger drauf. Wo man immer so denkt, ein Hotel, da bringt er nicht viel, aber das addiert sich dann schon. Ja, natürlich. Ja, und da kommt. Oh Gott, Glück gehabt. Oh, natürlich. Ja. Und Risiko habe ich auch gern gespielt. Aber da hatte ich mal mit meiner Mutter und dem Freund, da haben wir das mit diesen. Du hast ja mal so eine Mission gehabt. Was du erreichen musstest. Auf der PS4, da müssen sie die anderen halt wegschauen, dann guckst du die halt an. Und wir hatten alle drei beschissene Missionsziele. Okay. Also ich musste ein Gebiet haben, das musste meine Mutter haben, meine Mutter musste noch ein Gebiet von dem Freund haben. Also wir hatten drei beschissene Aufträge. Irgendwann haben wir gesagt, weil wir haben es irgendwie gedacht, das hat ja keinen Sinn mehr hier. Dann haben wir aber aufgelöst, wer welche Mission hat. Und dann habe ich gesagt, da kannst du aber noch Ewigkeiten hinziehen, ey. Weil ich hatte schon ein Land, das brauchte der Freund. Und der hat sich ja dann mit meiner Mutter über mein anderes Land, über mein anderes Kontinent geprügelt. Also sie so hinausgezogen. Ich glaube, ich brauchte sogar noch Asien, ey. Das war, nee. Ach du Scheiße. Das kannst du dann auch vergessen. Also wenn du da wirklich eine, wenn du da drei blöde Missionsziele hattest, konntest du das vergessen. Oder wenn du einen vernichten musst, das war auch ein beschissen. Ja, wenn der schon eine große, wenn der eine große Armee hat und du hast nicht mehr so viel, dann ist das schlecht. War ja meistens auch ein bisschen glücksabhängig wegen den Würfeln. Ja, natürlich. Risiko, Monopoly, was gab's noch für geile Brettspiele? Mensch, ärger dich nicht. Oh, hab ich gehasst. Da ging es eigentlich immer nur, da ging bei mir meistens immer so weit, bis der letzte, bis die zwei letzten vor dem scheiß Eiertor standen und die Eins würfeln mussten. Was war's noch?
Ja, ich komme hier nirgendwo lang. Das ist doch behindert. Scotland Yard, kennst du das? Nee, das habe ich nie gespielt. Ah, da hast du was verpasst. Da hast du was verpasst, ey. Das hast du nie gespielt. Nee. Aber du weißt, was es ist, ne? Ja. Wo einer Mr. X ist und die anderen jagen den. Das ist auch ein gutes Spiel. Wer ist der Mörder? Ja, so ungefähr. Gab's doch als PC-Spiel. Mhm. Aber das war nie so wirklich ausgegangen, weil du nie wirklich einen Überblick hattest. Aber was gab's denn dann noch? Was hat man denn noch früher mal für Spiele gespielt? Früher war... Na gut, Brettspiele sind ja eigentlich immer noch in, wenn man das so sieht. Ich habe letztes Mal einen Artikel gesehen. Brettspiele sind sowieso immer in. Was gab's denn noch? Risiko habe ich gespielt, Scotland Yard habe ich oft gespielt, Monopoly. Was gab's denn früher noch? Skippo. Ah, genau! Romy Cup, kennst du das auch noch? Ja, das kenne ich auch noch. Und du mich gerade erinnerst, stimmt. Skippo gab's auch noch, was gab's denn noch? Das sind so typische Klassiker, die eigentlich jeder kennt. Schach. Ach, da hatte mein Vater einen Schachcomputer. Ich glaube, den haben wir einmal geschlagen. Einmal. Nur einmal? Ich glaube, ja, wir haben es immer auf den höchsten Schwierigkeitsgrad gestellt. Achso. Und da war der brutal, ey. Und wir haben ihn einmal geschlagen, dann haben wir auch Ewigkeiten für unsere Züge überlegt. Also wenn wir nach der Zeit gespielt hätten, der Computer ist eiskalt gemacht. Aber wir hatten, man merkt ja an so einem Schachcomputer, je länger er überlegt, umso mehr kommt er eigentlich in der Zwickmühle. Weil wenn er sofort schnell reagiert, dann hat er eine Strategie und du hast die Strategie, hat ihn bei ihm noch nicht unterbunden. Ja. Aber wenn er lange überlegen musste, wir hatten dann teilweise, hat er echt 2 Minuten überlegt, das war dann heftig. Und wir so, kommt denn da mal was? Und dann hat das gedauert und dann einmal hatten wir ihn dann bekommen. Aber einen Schachcomputer zu übertreffen, das ist wirklich schwierig, weil die können wirklich was. Ja, da sind ja alle Züge eingespeichert, da kannst du dich auf den Kopf stellen. Also meistens ist das Ding unschlagbar. Da bist du froh, wenn du den einmal geschlagen hast. Ja. Es gab auch, letztes Mal habe ich mal gesehen, irgendein chinesisches Spiel, glaube ich, war das. Da war, dann hat Google war das, glaube ich, so eine Maschine entworfen. Und der hat gegen den weltbesten Spieler angetreten. Okay. Und der Spieler so gesagt, ja, die Maschine werde ich ja wohl locker schlagen. Ja, Pustekuchen, die Maschine hat den, glaube ich, in 5 Matches 4-1 besiegt. Was? Und der hat dann auch geschrieben, die Maschine hat Züge drauf oder hat genommen, die man so gar nicht vorher sieht. Die man gar nicht so kennt. Okay. Die nicht so wirklich normaler Spieler, glaube ich, machen würde, hat er gesagt. Also 4-1. Also, und er hat das erste Spiel hat er verloren. Das zweite Spiel hat er knapp verloren. Ich glaube, das dritte hat er knapp gewonnen. Und die letzte Mal hat er auch nochmal verloren. Jo. Weil er beim dritten Spiel so realisiert hat, okay, jetzt muss ich mich doch ein bisschen mehr anstrengen. Okay, wir sind wieder im neuen Bereich. Wir sind, wir sind bei den 15 Minuten am Ende angelangt. Oh, und ich habe das Porter-Ding noch nicht gefunden. Oh, und hier komme ich nicht durch. Eigentlich hast du gar keinen Fortschritt erzielt, wenn man das jetzt mal so sagt. Selbst wenn du das Spiel jetzt abbrechen würdest, du hättest immer noch die 3 ID-Pässe. Du könntest immer noch den Weg laufen und wärst immer noch in diesem Dungeon-Fest. Also so gesehen hast du eigentlich... Da war die Session eigentlich Müll. Eigentlich ist die Session für den Müll, aber unterhaltsam. Ja, doch auf jeden Fall. Oh mein Gott. Und du bist schlauer geworden, weil du weißt, wo es lang geht. Ich hasse dieses Spiel. Also ich glaube, von dir kriegt das Spiel eine 6. Ach, definitiv. Das wissen wir jetzt schon. Ja. Gehst du so hart ins Gericht mit Spielen? Ich gehe also nie so hart ins Gericht mit Spielen, aber dieses Spiel hat es irgendwie verdient. Guck mal, ich habe den Weg da freigemacht und... Warte mal, geht's da nach unten lang? Ja, ne? Geht's da nach unten lang? Mal schauen, ne? Okay, hier kommen nochmal solche komischen Viecher. Ah, eine Feuerwand, die mich schön... Ja, dankeschön. Ach du Scheißding. Ach du Scheißding, ey. Das hört sich auch wieder so an. Ach, ich brenne. Das bedeutet das. Echt? Oder mein Schwert... Ha, hier haben wir sogar so ein... Wenn ich die jetzt platt mache, komme ich dann da durch? Oder die machen mich einfach platt? Ja, das wäre auch eine Maßnahme, wollte ich gerade sagen. Oh, und es wäre bei dir nicht untypisch. Oh mein Gott, nochmal. So, den einen hat...
Du kannst auch gerne mal treffen, wie immer. Nur mal. Ja, schlag noch 10-mal daneben. Ist okay. Ja, bitte. Bitte. Ja. Doch. Oh, 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 oh. Oh ja. Nicht aufregen. Ich hau diesen Controller gleich gegen die Wand. Oh oh. Da kommt ja schon wieder einer! Ach, zwei sogar! Wisst ihr was? Hier frisst mein Mini-Blitz. Der jetzt kein Blitz dazu. Schön, wenn man die auch noch trifft, ne? Das hat sowas von Treffen. Erledigt. Zweites ist auch erledigt. Bitte schön, danke schön, auf Wiedersehen. Und die Tür ist offen. Okay. Oh. Hier ist jetzt aber noch mehr. Oh mein Gott, was ist das alles hier? Eine Karte. Kampffalke. Ich krieg hier voll die heftigen Items. Wow! Und er ist still. Er sagt gar nichts mehr. Dann kommt Darmbahn von. Sorry. Sorry! Ja, Leute, tut mir leid, aber irgendwie ist das alles ein bisschen doof. Mann, 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 Mann. Ja, Terrorbrücke, wir haben es langsam geschnallt. Der Ladevorgang kam ein bisschen schneller. Das ist auch nervig an dem Spiel, ey. Oh, am Anfang habe ich noch gedacht, ach, Ladevorgang. Pff, diese kleinen Lade-Sessions da zwischendurch ist so, okay, alles in Ordnung. Und jetzt denke ich mir nur, ach, komm, ey, Leute. Muss ich euch jetzt wieder töten? Ich kann da lang gehen. Ich muss sie wahrscheinlich töten, um da oben lang zu kommen. Das ist so unfassbar. Ich hole ihn gleich. Guck mal, jetzt tippt er ganz langsam in die Tastatur. Ja, du kämpfst da gerade eh, oder? Ja, mach doch nichts. Du kannst auch die Tastatur kaputt hämmern, meinetwegen. Ich drück da lieber jetzt nichts. Stürzt dich auch das City ab, oh ja, oder irgendwas anderes. Das muss dann, glaube ich, auch nicht unbedingt sein. Das wäre dann schicksalshafte Fügung. Extra für diese Session. Ein Kärtchen. Das ist doch nett. Jetzt sammel die doch ein, Mann! Oh! Und Wege. Ganz viele Wege. Irgendwelche Mauern. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Das ist der Krokodok. Krokodok! Die Tür ist offen. Und wie sieht's denn, dass das wieder in die andere Richtung geht? Muss ich da wieder rüber, ne? Gehen wir hier rüber? Achso, ich kann da direkt rein. Nett. Das ergibt alles so viel Sinn. Ein Hebel. Oh, das ist eine Heilstation. Das ist ja eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Nein, bei dir grundsätzlich nicht. Obwohl, du kommst da doch eh nicht rüber, wie ich dich kenne. Ja, ich habe den Hebel betätigt und ich komme da nicht durch. Ist okay. Dann habe ich die Tür jetzt da unten aufgemacht. Ist okay. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe noch nie so ein tolles Spiel gespielt. Oder? Richtig, genau. La 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 la. Ja, Weihnachten steht schon wieder unmittelbar vor der Tür, ne? Ja, wenn man das wieder so sieht, August, September, Oktober, November, Dezember, 5 Monate. Toll, jetzt hab ich die Tür. Das Jahr ist auch echt garant, ey. Ja, das, umso älter man wird, desto schneller rennen die Jahre sowieso. Ja, ne? Das ist schön. Da hinten ist die Tür aufgegangen. Ist mir auch, schon so aufgefallen. Ich weiß, woran liegt denn das, dass man das so im Gefühl hat, dass man sagt, je älter man wird, umso schneller vergehen die Jahre. Woher kommt das eigentlich? Naja, als Kind möchtest du ja schnell älter werden. Und dann vergeht halt die Zeit langsamer, weil du es unbedingt willst. Jetzt willst du aber so viel Zeit wie möglich auch vernünftig nutzen. Ich bin runtergefallen. Meinst du, das ist eine Kopfsache? Ja, ich glaube auch.
Oder, ne, ich glaube erst, dass man als Erwachsener ein anderes Zeitgefühl hat als als Kind. Das glaube ich auch. Dass es nicht so unbedingt jetzt eher damit zu tun hat, dass man jetzt denkt, man hat auch vielleicht auch so ein bisschen die Angst, so je älter man wird, dass so ein bisschen die Zeit einem verloren geht und als Kind eher weniger. Ja. Aber das würde mich echt mal wissenschaftlich mal interessieren, warum man so das Gefühl hat, dass die Jahre eigentlich immer schneller vergehen. Willst du mich gerade verarschen? Ich wollte gerade sagen, spawnen die Dinge auch neu. Jetzt bin ich nur wegen Items hier rübergesprungen. Dass ich das mal sage, nur wegen Items. Oh, muss ich mir notieren. Ich bin nur wegen Items rübergesprungen. That's what Dan said. Say it. Say it away. For the champions. Ah, jetzt raube ich dir noch mehr Zeit, als du eigentlich investieren wolltest, Phil. Oh Mann. Ich muss mir was überlegen für dich, echt. Ich glaube, ich raube da noch mal ein bisschen Zeit für ein Projekt bei mir. Ja. du hast das Recht dazu. Soll ich die Minuten haargenau aufschreiben? Ja, mach mal. Okay, dann muss ich noch mal nachgucken in der ersten Session, wie lange wir da überzogen haben. Oh. Oh, dass sich die Spur erzählt, ne? Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, da kommen wir auf locker ein paar Stunden. Oh ja. Obwohl, wir haben jetzt 10 Aufnahmen, müsste ich das mal glaubt, das glaube ich, das ist die 11. Trotzdem ist schon so viel, ne? Also auch an Parts mäßig. Wann haben wir mit dem Projekt angefangen? Im März, ne? Kann sein. Ich glaube Februar oder März. Auf jeden Fall dieses Jahr. Oder im Januar? Nee, Januar kann nicht. Da habe ich keine Videos aufgenommen. Also Februar, ich glaube, es war eher März. Du hast mich irgendwie Livestream mal gefragt. Mhm. Ich glaube, das war. Nee, nicht im Livestream, sondern im Digimon-Projekt, als du mit mir Adventure aufgenommen hast. Nee, das war ein Livestream. Ja? Ich hab im Livestream gefragt, das weiß ich sogar noch. Stimmt, da hattest du Nein gesagt zuerst. Da hab ich erst Nein gesagt, weil du nicht mit der Sprache rausrücken wolltest. Du kannst auch gerne. Oh mein Gott, jetzt. Ich glaube, das war März. Okay. Ich weiß nicht warum, ich glaube, es war März. War ich da im Urlaub? Oder war ich da auf dem Weg? Ich glaube, es könnte sein. Deswegen glaube ich, habe ich das noch so in Erinnerung. Ich glaube, es war März. Januar, Februar, März, April, Jahreszeit macht wie. Nee, die Jahresuhr steht niemals still. Ja, komm, schieß noch mehr Raketen auf. Was sind das für Bulldoggen, ey? Mann, euch kennt keiner und ihr interessiert auch keinen. Genau, ihr holt. Meine Güte nochmal. Gib dir gefälligst um. Wenn man es eigentlich so sehen wollte, würde ich eigentlich Zeit mit dir gestern investieren, weil gestern hatte ich das auf meinen Aufnahmeplan, weswegen ich nicht aufnehmen konnte. Ja, aber gestern hat es ja andere Gründe. Ja. Ein langer Tag. Ja, bei mir auch. Bei mir war es auch ein langer Tag. Aufnehmen, 3 Stunden, Fernsehen gucken, essen gehen, kaputt sein. Essen gehen? Ja, weil wirklich so essen gehen? Was war das, glaube ich, 3 Stunden? Ja, was ist das denn jetzt hier? Ey, langsam steige ich hier nicht mehr pass durch, auf, wo ich nach dem Essen. Oh Gott! Nach dem Essen jetzt gehen? War ich eigentlich so weit? Deswegen konnte es bei mir später werden. Das war eigentlich der Grund. Dann habe ich auf dich gewartet. Ja. Und jetzt gucke ich nochmal kurz in WhatsApp rein. Was hast du geschrieben?